Seit 29 Jahren arbeitet Georg Dunst bei der Firma Saubermacher. Zusammen mit seinem Team leistet er täglich einen wertvollen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt. Verständnislose Mitbürger machen den Arbeitsalltag der Müllmänner nicht gerade einfach. Müllmann, ein harter Job, der neben einem guten Magen auch Gelassenheit fordert. Das muss man sehen können. Das ist nervlich, wenn man da nervlich sieht, dann macht das nicht lang. Das ist den ganzen Tag, das da. Macht, glaube ich, nicht jeder ewig. Scheinbar hat Georg Dunst ein besonders sonniges Gemüt. Vielleicht trägt aber auch die wesentliche Verbesserung seines Arbeitsgerätes dazu bei. Früher alles mit Blattfedern, kein Klimaanlage, nichts. Heute hast du den ganzen Komfort, den hast du schon. Das ist, da hat sich schon viel, da hat sich viel geändert. Und so erledigt er ganz nebenbei auch noch den Schreibkram. Der Job erfordert Konzentration auf allen Seiten, beim Fahrer sowie beim Lader. Sie müssen auch für andere Verkehrsteilnehmer mitdenken. Radlfahrer ganz speziell. Das ist, man hat auf die rechte Seite nochmal so einen gewaltigen toten Winkel. Wenn man da vom Spiegel her, das macht auf 10 Meter ein Blickfeld aus, das ist unwahrscheinlich. Fußgänger, wenn du rausfährst, die gehen da direkt vorne los, um mich, das ist unwahrscheinlich. Da muss man wirklich mal schauen, wenn wir wegfahren, man hat oft schon fast zu viel Spiegel um und weißt du, wenn du wieder nicht schauen sollst, wenn vorne wegfahren. Tag ein, Tag aus, den Müll anderer zu entsorgen, ist anstrengend. Auf die Frage, ob es etwas gibt, das der Fahrer nicht so toll findet, gibt es eine Nachdenkphase. Voll ob mir jetzt eigentlich nicht direkt da sein. Ne? Auf die Frage, was er auch noch nach 29 Jahren an seinem Job besonders mag, kommt es hingegen wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich muss sagen, dass früher aufsteht, dass man früher fertig ist. Das ist, von mir aus kommt man 3 anfangen. Für ein lebenswertes Kapfenberg. Seit 29 Jahren arbeitet Georg Dunst bei der Firma Saubermacher. Zusammen mit seinem Team leistet er täglich einen wertvollen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt. Verständnislose Mitbürger machen den Arbeitsalltag der Müllmänner nicht gerade einfach. Müllmann, ein harter Job, der neben einem guten Magen auch Gelassenheit fordert. Das muss man sehen können. Das ist nervlich, wenn man da nervlich sieht, dann macht man es nicht lang. Das ist den ganzen Tag, das da. Macht, glaube ich, nicht jeder ewig. Scheinbar hat Georg Dunst ein besonders sonniges Gemüt. Vielleicht trägt aber auch die wesentliche Verbesserung seines Arbeitsgerätes dazu bei. Früher alles mit Blattfedern, kein Klimaanlage, nichts. Heute hast du den ganzen Komfort, den hast du schon. Das ist, da hat sich schon viel, da hat sich viel geändert. Und so erledigt er ganz nebenbei auch noch den Schreibkram. Der Job erfordert Konzentration auf allen Seiten, beim Fahrer sowie beim Lader. Sie müssen auch für andere Verkehrsteilnehmer mitdenken. Radlfahrer ganz speziell, das ist, man hat auf die rechte Seite nochmal so einen gewaltigen toten Winkel. Wenn man da vom Spiegel her, das macht auf 10 Meter ein Blickfeld aus, das ist unwahrscheinlich. Fußgänger, wenn du rausfährst, die gehen da direkt vorne los, um mich, das ist unwahrscheinlich. Da muss man wirklich mal schauen, wenn wir wegfahren, man hat oft schon fast zu viel Spiegel um und weißt du, wenn du wieder nicht schauen sollst, wenn wir wegfahren. Tag ein, Tag aus, den Müll anderer zu entsorgen, ist anstrengend. Auf die Frage, ob es etwas gibt, das der Fahrer nicht so toll findet, gibt es eine Nachdenkphase. Voll ob mir jetzt eigentlich nicht direkt da sein. Ne? Auf die Frage, was er auch noch nach 29 Jahren an seinem Job besonders mag, kommt es hingegen wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich muss sagen, dass früher aufsteht, dass man früher fertig ist. Das ist, von mir aus kommt man 3 anfangen. Für ein lebenswertes Kapfenberg.